Heute Teil 5 in der Serie zur Erstellung der Projektarbeit beim staatlich geprüften Betriebswirt. Es geht darum, den richtigen Projektpartner zu finden. Zunächst mal solltest du dich mit deiner Projektgruppe zusammensetzen und ihr solltet überlegen, welche Themengebiete für euch erstmal grundsätzlich interessant sind. Und ich habe das ja im Personalbereich gemacht, also bei uns waren immer solche klassischen Themen, Senkung der krankheitsbedingten Ausfallzeiten, Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit, wie auch immer. Und dass ihr erstmal überlegt, was ist für euch interessant. Da wird euch euer Projektpartner dankbar sein, wenn ihr in das Bewerbungsschreiben reinschreibt, was prinzipiell in Frage kommen könnte. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, viele Unternehmen denken, dass das so eine Art Bachelor- oder Diplomarbeit ist, die eher theoretisch veranlagt ist. Das ist bei euch nicht so, bei dem staatlich geprüften Betriebswirt nicht so, sondern es soll wirklich ein praktisches Problem gelöst werden, was im Unternehmen vorliegt. Ja, zunächst solltest du dir eine Liste erstellen mit potenziellen Projektpartnern, also welche Firmen kommen in Frage. Möglicherweise, wenn du zum Beispiel Schwerpunkt Logistik machst, bist du ja eher branchengebunden. Wir Personaler haben den Vorteil, dass wir praktisch in jedem größeren Unternehmen arbeiten können, was eine Personalabteilung hat. Von daher hatten wir eine größere Auswahl an Unternehmen. Und dann kannst du beginnen, die Liste abzutelefonieren. Als Vorbereitung würde ich dir dafür empfehlen, dass du einfach mal Notizen machst. Was habt ihr vor? Wie viele Leute seid ihr? Wie stellt ihr euch das Ganze vor? Und dass du dich auch auf bestimmte Fragen, die von dem Projektpartner kommen könnten, wirklich vorbereitest. Ja, wir haben damals von unserer Lehrerin im Projektmanagement eine komplette Liste mit Firmendaten und Ansprechpartnern genannt bekommen. Das war wirklich super, das war eine richtige Hilfe. Und da würde ich dir empfehlen, dass du deine Lehrer mal ansprichst, ob da vielleicht solche Listen auch existieren. Ansonsten kannst du auch einfach diejenigen fragen, die in der Berufsschule unterrichten, weil die wissen ja, welche Firmen ausbilden und vielleicht bekommt man da Kontaktdaten von möglichen Projektpartnern. Weißt du, was bei den meisten Vorstellungsgesprächen über Erfolg oder Misserfolg unterscheidet? Ist es die Kompetenz von demjenigen, der sich bewirbt? Ist es ein stabiler Werdegang? Sind es bestimmte Noten bei Ausbildungen? All das ist es nicht. Es ist in aller Regel ein persönlich harmonisches Verhältnis. Also du musst deinem Projektpartner wirklich sympathisch sein, das ist äußerst wichtig. Natürlich zählt die Kompetenz auch dazu, keine Frage. Aber jemand, der einen anderen Menschen unsympathisch findet, wird ihn nicht einstellen oder wird ihm kein Projekt geben bei deiner Projektarbeit. Das ist so. Das solltest du dir wirklich merken, dass du ein persönlich harmonisches Verhältnis zu deinem Projektpartner aufbaust. Das wird dir sehr viel helfen. Dann ist es so, das sind in der Regel Mitarbeiter der Entscheiderebene, je nachdem, wir hatten einen Ausbildungsleiter. Die haben sehr, sehr viel zu tun und wenn man die auf dem falschen Fuß erwischt, dann können die auch mal gestresst oder unfreundlich reagieren. Das solltest du abkönnen und wenn dir das mal so geht, wenn das passiert, dann nimm das einfach in Kauf, bleib deinerseits immer freundlich, das ist wichtig. Auch hier wiederum wichtig ist ein zeitgerechter Beginn, dass du, wenn du die Zusagen für dein Projekt hast und die ersten Absprachen stehen, du schon begonnen hast. Du merkst, viele Sachen wiederholen sich. Ich habe ja auch schon in den ersten Videos gesagt, du musst zeitgerecht beginnen, dir eine Projektgruppe zu suchen, dich zu bewerben, Projektpartner zu finden. Und auch in dem Projekt ist es wichtig, dass du wirklich zeitgerecht beginnst. Also im Großunternehmen kann es ja durchaus passieren, dass jemand innerbetrieblich versetzt wird. Und möglicherweise hält der Nachfolger nicht sonderlich viel von dem Projekt. Ist durchaus vorgekommen. Und wenn du dann schon Teillösungen erarbeitet hast, hast du immer Argumente in der Hand für den Nachfolger, warum du das Projekt jetzt nicht mehr abbrechen kannst, warum du weitermachen musst. Und so kannst du den Nachfolger dann wirklich überzeugen. Wir hatten auch eine Gruppe, die musste komplett von Null anfangen. Und das ist äußerst ärgerlich, wenn man da so viel Zeit schon reingesteckt hat. Deswegen kümmere dich rechtzeitig um alles. Kann ich nur immer wieder betonen, wie wichtig das ist.